Moin Moin zum Feierabendbier Open Education. Sage ich normalerweise, wenn ich ein Bier in der Hand habe. Mir ist vorher aufgefallen, ich habe keins. Normalerweise hätte ich ein Bier in der Hand und ich würde normalerweise über Skype mit Markus Daimann sprechen, der jetzt leider auch nicht hier ist und woanders hier irgendwo den guten Kampf für offene und freie Bildung kämpft, so hoffe ich zumindest. Worum geht es bei uns? Wir haben irgendwann im Laufe des letzten Jahres gemerkt, dass wir uns immer wieder bei Konferenzen und Events wie dem hier über den Weg laufen und feststellen, dass wir bei vielen Dingen auf einer Wellenlänge sind, bei vielen anderen Dingen wieder auch nicht, aber dass es irgendwie zu abrupt ist, wenn man hier losfährt und die Unterhaltung irgendwie vorbei ist. Und dann haben wir beschlossen, dass wir erstmal in Versuchsformaten irgendwie mal miteinander sprechen, wenn er mal in Hamburg ist, er ist in Lübeck, ich in Hamburg, und wir einfach mal so Quatsch erzählen und einfach mal erzählen, was haben wir so gelesen, was können wir irgendwie mit den Konferenzen verbinden, was ist da irgendwie passiert. Und was ist vielleicht auch der Bezug von, ich sag mal, Narrativen von außerhalb Deutschlands zu dem, was wir hier tun? Und wie steht das irgendwie in einem Verhältnis zusammen? Der nächste Schritt war dann eigentlich zu sagen, dass wir uns ein Mikro suchen. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben uns ein Mikro gesucht, haben uns in einen Raum gesetzt. So hört es sich auch an. Episode 1 ist wirklich nicht zu empfehlen. Und dann haben wir einfach losgelegt und geredet. Über Artikel, Blogartikel, Forschung, Projekte, die uns irgendwie unterkommen. Und das versucht in einer möglichst offenen Art und Weise zu tun, die nicht irgendwie eine Institution im Hintergrund hat oder irgendwas, sondern einfach wir zwei beim Feierabendbier darüber sprechen, was wir da letztendlich so tun den ganzen Tag. Und das ging los im Juni 2016. Ich habe das hier einmal versucht. Also wer uns kennt, weiß, wir stehen auf Quantifizierung. Aber im Juni 2016 haben wir angefangen. Da noch auch als wirklich wahnsinnig blutige Anfänger mit Soundcloud ein bisschen Audacity rumprobiert, ein Open-Source-Audio-Editierungsprogramm und dann hinterher Auphonic, das ich wirklich jedem, der damit anfängt, dringend ans Herz lege, damit mal rumzuspielen. Und jetzt haben wir November 17, also ungefähr 1,5 Jahre später, haben wir, und daran merkt man schon, was für eine Art Podcast wir sind, 45 Episoden. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 1 Stunde 43 und 57 Sekunden, 78 Stunden gesamter Laufzeit und etwa alle 11 Tage kommt eine neue Episode. Das ist also nicht groß redaktionell auf- oder vorbereitet. Wir hauen ein paar Links zusammen, wir reden drüber und der eine hat dann hoffentlich gelesen, was sich hinter dem Link verbirgt. Da wir uns in der Nische einer Nische einer Nische befinden, sind wir auch nicht sonderlich heiß drauf, irgendwie über Abozahlen zu reden, aber auch das im Sinne der Offenheit. Wir haben irgendwas pro Episode zwischen, ich würde schätzen, irgendwas um die 120 bis manchmal 500, 600 Downloads. Wenn man sich aber dann wiederum überlegt, dass die meisten Leute vielleicht nicht bis zum Ende durchhören, aber das Gedankenexperiment kann man ja mal spielen, nehmen wir an, 200 Leute hören uns bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 1,43 alle 11 Tage, ich mag gar nicht drüber nachdenken, wie viele Stunden Arbeits- und Freizeit verschwendet werden, indem man uns zuhört. Aber das Ganze hat durchaus einen Sinn und da komme ich auch später zu. Ich möchte auf keinen Fall unerwähnt lassen, dass wir seit Anfang 2017 stolze Gründungsmitglieder von Edufunk FM sind. Und wer sich für Podcasts im Allgemeinen und Bildung und Technologie überhaupt interessiert, bitte, bitte hingehen, angucken. Da sind wir auch dabei, aber sehr viel bessere, besser aufbereitete Podcasts, unter anderem von unserer Moderation hier, Christine. Das ist also ein Netzwerk, dem wir beigetreten sind. Da hat sich dann auch technisch für uns was verändert. Wir arbeiten seitdem mit WordPress, Podlove, Auphonic und ich habe gestern das Feedback bekommen, dass wir seitdem auch ein bisschen besser klingen. Es liegt wohl an den Mikros. Da arbeiten wir noch dran. Jetzt heißt das Ganze ja Podcasten von der anderen Seite und ich merke, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Das Ganze tun wir, weil Feedback gut ist und weil wir Feedback gerne haben und weil wir gerne irgendwie in einer Art Diskurs unterwegs sind. Ich habe hier nur ein paar Tweets mal zusammengesucht, mit wem und worüber wir so reden. Und das tun wir, wie gesagt, einerseits, weil wir selber glauben, dass es für uns hilft, irgendwie so das Ganze zu kontextualisieren. Wir merken aber auch, dass es anderen hilft, uns zuzuhören. Und das ist natürlich für uns von der anderen Seite, also jeder Tweet, jeder Kommentar im Blog, freuen wir uns. Und wenn Leute dann noch das Bier probieren, das wir auch trinken, umso besser. Wir haben inzwischen eine Rubrik Blödsinn der Woche, wo man sehr gerne was zu beitragen kann. Und wir haben hier auch mal zusammengetragen, wobei Podcasten uns hilft und wollten eigentlich mit der Frage aufhören, wenn die deutsche OER-Community so stark wäre wie die Podcasting-Community, wie sähe das aus? Dankeschön.